Besucherinnen und Besucher meiner Homepage. Herzlich willkommen zu meinem aktuellen Podcast. Ich stehe hier ganz unter dem Eindruck der Debatte und der Entscheidung zu diesem großen Finanzmarktstützungsprojekt der Europäischen Union. Und wir haben im Parlament im Augenblick eine Debatte erlebt, die nur noch sehr schwer nachzuvollziehen ist. Unsere Position war von Anfang an klar. Wir erwarten, dass die Bundesregierung sich auf internationaler und europäischer Ebene massiv und engagiert dafür einsetzt, dass nicht nur Gelder zur Stützung des Euros und Griechenlands bereitgestellt werden, sondern dass alles getan wird, damit sich solche Spekulationen nicht wiederholen und dass vor allen Dingen diejenigen, die bereits seit der ersten Finanzmarktkrise Profiteure der weltweiten Spekulationsblase waren, mit bei deren Finanzierung sind. Und deshalb ist es klar, wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer. Die würde uns zwischen 10 und 20 Milliarden pro Jahr Mehreinnahmen bringen, alleine in Deutschland. Dieses Geld könnten wir dringend brauchen, angesichts der Herausforderungen im Bildungsbereich zum Beispiel. Frau Merkel redet mal so, das nächste Mal so, dann ist sie dafür und dann sagt sie mal wieder zu, sie würde ja das nicht verhindern wollen, falls die internationale Staatengemeinschaft dies wolle. Das Entscheidende verweigert sie aber, nämlich diese Forderung in einen konkreten Entschließungstext für den Deutschen Bundestag zu gießen und dem dann auch zuzustimmen. Sie tut es deshalb nicht, weil sie wahrscheinlich Herrn Westerwelle im Genick sitzen hat und die FDP hat ja schon immer strengere Regelungen für die Finanzmärkte abgelehnt. Weil dem leider so ist, haben wir uns vor wenigen Stunden wieder enthalten. Wir sind für Europa, wir stehen zur europäischen Verantwortung, aber wir können diese Regierung auf diesem Weg nicht unterstützen. Dieser Weg war in den letzten Wochen wirklich fatal und Frau Merkel ist inzwischen eine Belastung für Europa geworden. Sie hat alle warnende Stimmen in den Wind geschlagen, in Deutschland sich feiern lassen als Madame No, die alles ablehnt. Und dann musste sie plötzlich doch die Griechenlandhilfe zugeben. Diese Hilfe war richtig und notwendig. Bei dieser Debatte um Griechenland haben führende Koalitionspolitiker dann gesagt, ja, 22,4 Milliarden, aber keinen Cent mehr. Und bereits am selben Tag der Entscheidung fuhr Frau Merkel nach Brüssel und es wurde sichtbar, es bedarf eines groß angelegten europäischen Rettungsschirmes mit einem deutschen Anteil von 147 Milliarden. Und es gibt hier wirklich nur zwei Varianten. Entweder Frau Merkel hat den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit wissentlich belogen, möglicherweise mit Blick auf die anstehende Nordrhein-Westfalen-Wahl, oder sie war wirklich so ahnungslos und bekommt überhaupt nicht mehr mit, was auf europäischer Ebene angedacht und vorbereitet wird. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Beides ist fatal und zeigt, dass diese Regierung nicht mehr handlungsfähig ist. Wir bleiben bei unserer Position pro Europa, aber diese Regierungspolitik kann nicht unterstützt werden.